Und weiter geht es. Also, im letzten Part haben wir die Donnerblume daneben geworfen. Jetzt werfen wir sie hoffentlich. So, auch wieder falsch, wetten. Nee, jetzt funktioniert's. Wir haben das Schild direkt mit abgeholzt. Der Weg zu Dodongos Höhle ist jetzt frei. Moment. Ich meine, man... Nein, eben nicht. Man konnte hier irgendwie so hüpfen. Genau. Und jetzt sind wir nämlich direkt beim Eingang. Brauchen nicht großartig da rumzulaufen und jetzt da einen anderen Weg zu nehmen. Nein, wir sind jetzt direkt hier in Dodongos Höhle drin. Und wenn wir die Prüfung hier bestehen, den Tempel schaffen, die böse Kreatur am Ende des Tempels besiegen, dann kriegen wir den Goronen-Opal. Oder das Goronen-Opal oder wie auch immer. Und können dann weitermachen. Wir brauchen 3 heilige Steine. Einen haben wir bereits. Goronen-Opal ist dann der 2. Und Navi will mal wieder was von uns. Nein, sieht aus, als wären wir hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Das hätten wir jetzt ohne Navi auch mal wieder gar nicht gesehen, dass hier irgendwie Lavagruben sind oder so. Überhaupt nicht. Sind wir jetzt wirklich froh, dass Navi uns das gesagt hat? Da wären wir wirklich richtig aufgeschmissen gewesen. Und jetzt komm, geh da rüber, geh da rüber. Ja. Da oben ist eine Tür und ein Schalter. Die braucht man doch bestimmt irgendwo. Und zwar hier. Komm, werf. Diese komischen Laserdinger da. Und wir gehen hier rein. Was haben wir denn hier? Ach, die Viecher explodieren, wenn wir sie schlagen. Da haben wir einen Skulltula gehört, den können wir aber allerdings noch nicht holen. Weil wir den nur holen können, wenn... Ja, später. Ich möchte noch nicht verraten. Ich sag einfach mal, wenn wir älter sind, dann können wir den holen. So, und so wie ich das ganze Spiel kenne. Wenn wir runtergehen, geht es zu. Ja. Aber wir können ja die netten Freunde hier schieben. Schafft... Nee, schafft er jetzt nicht, ne? Und noch einen nach vorne. Und jetzt auf den Schalter drauf. Und Tür ist auf, bleibt auf. Wir können hoch und durch die Tür. Ah, nicht dagegen. Zwei dämliche Fledermäuse. Nehmen wir jetzt nicht mit. Und da geht die Tür zu. Das heißt... Ach Gott. Nee, ich wollte Navi gar nicht fragen. Oh, komm, schlag uns. Wir schlagen zurück. Jetzt verdrückt sie sich. Wir rennen ihr nach. Und da haben wir noch eine Echse. Ja, komm her, du Feigling. Komm her. Ja, komm her. Und jetzt haut sie ab. Wo ist die andere hin? Wir wollen jetzt wieder die erste haben. Da ist sie. Komm her, Feigling. Hier, komm. Das hat sie uns erwischt. Habe ich nicht aufgepasst. So, und weg. Nummer 1 ist weg. Wo ist die Nummer 2 hin? Da. Komm her. So, lass dich kaputt machen. Ja, hau uns und weg. Und tschüss. Jetzt geht das Tor hinten auf. Und hier vorne, wir müssen aber nach hinten. Ich habe mir, meine ich zumindest, extra gemerkt... In welches Tor wir müssen, weil wenn wir jetzt in das gehen, wo wir hergekommen sind, dann haben wir nun unnötigen Umweg gemacht, weil wir müssen hier durch. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt... Ja, es ist das Richtige. Hier haben wir eine Wand, die wir wegsprengen müssen, die wir aber noch nicht wegsprengen können. Was haben wir hier? Okay. Dodongos sind das, glaube ich. Deswegen auch Dodongos Höhle. Die Viecher können wir nur am Schwanz treffen, dann drehen sie sich um, wollen uns mit Feuer voll speien. Aber hier muss irgendwo
Licht sein. Ach Gott, komm her. Oh Gott, da sind wir ja ewig dran. Also wartet, da vorne waren Donnerblumen. Da vorne war auch, meine ich, eine Fackel. Die brauchen... War hier eine... Ich höre zumindest eine Fackel, sagen wir es mal so. Ah, da können wir hier erstmal den Raum wegmachen. Guck mal erstmal, was da ist. Eine weitere Tür. Ja, geh mal erstmal hier rein. Ein Dekohändler, okay, den brauchen wir doch nicht. Der verkauft uns eh wieder nur einen Schrott zu horrenden Preisen, was wir dann irgendwo anders mal billiger kriegen hier. Schmeißen hier, du Dongo, jetzt Donnerblumen ab. Komm her. Geht auch nicht, egal. Lustig finde ich das Ganze nur, dass die hier davon ausgehen, dass man immer einen Dekostab dabei hat. Weil stellen wir uns jetzt mal vor, wir hätten keinen. Und wir haben nur einen. Also wenn der jetzt weggeht, habe ich ein Problem. Egal, wir haben die Fackeln angezündet, die Tür hat sich geöffnet und wir können durch. Und jetzt sind wir hier an dem Schalter, den wir eben schon gesehen haben. Und was macht er? Der öffnet eine Tür gegenüber. Also, unser nächstes Ziel ist die Tür gegenüber. Und drauf. Und drauf. Komm schon, komm schon, komm schon und... Komm. Ja. Also die Tür ist aufgegangen. Hier haben wir noch eine Wand, die wir sprengen können. Gucken wir mal, was da ist. Komm, geh kaputt. Ja, da ist eine Truhe. Was haben wir da drin? Meistens findet man ja zuerst die Karte in diesen Dungeons. Oder ich nenne das immer Tempel, auch wenn das hier noch keine richtigen Tempel sind. Bei mir sind dann immer alles Tempel. Viele nennen das dann halt auch Dungeons oder wie auch immer. Naja, wollen wir jetzt hier durch die Tür gehen und... Ah, an den Raum kann ich mich auch noch erinnern. Schöner Raum, finde ich. Wir gucken erstmal wieder, was hinter der Tür ist, bevor wir das Geheimnis dieses Raumes lüften. Mit der Treppe, die wir dann hinterher hier erhalten werden. Aber gucken wir erstmal, was hier drin ist. Diesmal nicht so ein Dekohändler. Nein, eine Truhe. Interessant. Und da sind die Gegner vor. Das können wir, wie eben, können wir die nutzen, um die zu verschieben und auf... Ach, wie heißt es? Um die auf... Ja. Um die auf... Ach man, auf Schalter. Ja, ich hab's. Schalter. Um die auf Schalter zu stellen. Sowas findet man da. Ich schätze mal den Kompass. Würde ich einfach mal jetzt drauf tippen. Ja, wir finden den Kompass. Ah, ja. Und wir müssen alle besiegen, stimmt. Aber wie? Ich meine, muss die von hinten? Muss man sie doch nicht. Ah, werfen wir noch ein paar Bomben drauf. Hat sich die Sache. Oder legen die ganz schön hier hin. Ja, sehr schön. Du bist genau da reingerannt. Und jetzt komm, mach deine andere... Ja, das reicht schon. Tür geht auf. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Euer TT Gamer.